Willkommen zurück zu Overflow of Darkness. Stage 3. Ist schon länger her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe, glaube ich. Und schauen wir mal, wie wir uns hier machen. Bis jetzt, bis auf diesen miserablen Treffer gerade, springen die Gegner ja geradezu in uns rein. Herzen sind hier irgendwie das Wichtigste, glaube ich. Das sind hier extrem viele Herzen. Jawohl. Und wie ich mir bei den ganzen Hacks jetzt schon lange angewöhnt habe, seht bloß zu, dass ihr euch immer wieder in irgendwelche Steine reinkloppt. Wie da jetzt ist, man mal sehen. Aber macht das insgesamt auch mal bedacht. Ach, Scheiße. Oh, das sieht schon wieder schlecht aus. Ihr findet immer irgendwas. Und so wie das hier. Schön, dass man aus Versehen immer was findet. Verdammt gut. Okay, das sieht jetzt wieder gut aus. Das ist sehr gut. Es geht alles sehr schnell, aber ich habe gerade Credos of Darkness gespielt. Und wenn man das gespielt hat, ist das hier nicht... Dann ist das hier Peanuts, sage ich mal. Ja, vorsichtig. Immer schön auf die Knochen und die Feuerbälle achten. Oh, das sieht nach wie vor sehr gut aus. 30 Herzen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl, na gut, dann klappt's halt so. Ich hatte Angst vor den Knochen. Wenn ich vor einigen Sachen gut ausweichen kann, Knochen sind nicht mein Fall. Hits, aber auch alles in einer menschlichen Geschwindigkeit. Kein Dolch, nein. Und ich weiß nicht, wenn ihr mir noch zuguckt hier teilweise, versucht euch doch mal an Prelude of Darkness, und wenn dann die dritte Stage kommt, und die... Ihr könnt ja zwei, dreimal versuchen, aber wenn ihr die dann mal eben schafft, ja, dann schicke ich euch einen Dolly per Post zu. Also das geht gar nicht. Ja. Vorausschauend arbeiten. Ah, da war nix. Aber hier. Gut, die erreichen wir nicht, das war bei dem... Oh! Das war bei dem ersten... Oder im Anfang des Levels so. Den konnte man hervorragend auf der Plattform treffen. Dann nehme ich das jetzt anders, ich versuche mal zu locken. Knapp. Ja, den lassen wir mal aus. Kommt ein neuer Respawning, ja, aber gut, er hüpft in seinen Tod. Alles super. Oh, jawohl, eine Keule in der Kerze. So, das sieht aus, als wenn wir zum Endboss kommen. Frankenstein. Nee. Ja, gut, okay. Was war das denn? Ja, okay, ich nehme mal an, das war ein Computerfehler. Das gehört eigentlich nicht so. Also, das gehört definitiv nicht so, denke ich mal. Eigentlich hatten die Endgegner, wie ihr gesehen habt, bis jetzt in dem Spiel hier immer alle ausreichend Widerstandskraft. Der hier war auf jeden Fall selbst kreiert. Aber auch immer was Feines. Gut. Damit wären wir in Stage 4. Frankensteins Level, jawohl. Und wir fallen auch wie immer einen Tunnel hinab. Pap. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dieser Stage gleich wieder. Haut rein.